Das ist alles so ein Scheiß. Da wird Geldwäschebekämpfung getrieben mit Truppen vom Zoll und Statistiken und wie viel sie erwischen. Ich glaube, das ist eine Lachnummer. Also das sind Bruchteile von dem, was da irgendwie unterwegs ist. Und warum muss man Geldwäsche bekämpfen? Weil Kohle da ist, die gewaschen werden muss aus Drogengeschäften zum Beispiel. Es gibt auch Zwangsprostitution, Erpressung, pipapo. So, und vielleicht sollte man mal irgendwo anfangen, wo man mal was erreichen könnte. Aber da müsste man von Anfang an denken und mal anders denken. Vielleicht sollte man mal die weniger wüsten Sachen halbwegs kontrolliert irgendwo legalisieren. Dann gibt es schon weniger Geld, was gewaschen werden muss. Man muss weniger Aufwand treiben für Geldwäschebekämpfung. Und ja, das stimmt mir eigentlich. Das ist immer irgendwie erst schafft man sich das Problem durch unnötige, teilweise unnötige Verbote. Und da muss man es bekämpfen und da muss man, und das reicht dann wieder nicht, dann muss man noch mehr machen. Das ist so ein Kreislauf und am Ende kommt irgendwie nichts Dolles dabei rum. Gut, ciao.